Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Runde RF4. Diesmal heute an der Festung auf Aal. Ja, der Aal geht wieder und mehr oder weniger, man kennt das ja. Also ich war heute Morgen eine Nacht kurz hier und hatte einen, wäre ein Chat-Aal gewesen, wenn wir noch Chat-Aale hätten, also 1,2 Kilo. Und gerade im Moment, also ich bin jetzt um 4 Uhr eingeloggt und bin schnell nach hier gelaufen. Und habe gedacht, komm, probier es nochmal 2, 3 Ingame-Stunden, ne, bis es richtig hell wird. Und dann ist jetzt ein 1,9 Kilo bei rumgekommen. Ja, und sehr schön. Ja, hier war Tauwurm, direkt abgemacht, wollen wir nicht. Ne, mit 9 Kilo Vorfach, da habe ich schon so einen Klöpper drauf bekommen, habe ich direkt einen Vlog gemacht, gar keinen Bock drauf gehabt. Also überall jetzt Fischfetzen drauf und zwar in doppelter Portion. Ja, also nicht nur einfach Fischfetzen. Also viele fangen hier auch im Chat, wie ich lese, einfach mit Tauwurm. Und man muss ja auch sagen, früher dominierten ja immer die höchsten Aale mit Fischfetzen. Aber siehe da, da hat sich einer drunter gemogelt. Der höchste dieses Jahr mit 8,8 ist auf Tauwurm gefangen worden. Also lohnt sich natürlich auch auf Tauwurm zu legen. Ich erinnere mich aber auch, der letztes Jahr, der höchste war, der hat auch mit Pose geangelt. Ob jetzt Stippe oder Matsche, whatever, ist ja egal. Mit doppelten Fischfetzen. Und deswegen haben wir hier überall doppelten Fischfetzen dran. Ich habe mir eben mal ein neues Vorfachmaterial geholt. Mein Lieblingsvorfach natürlich dieses Red Camo. Aber in 9,2 Kilo. Ich habe das auf 9 Kilo Wirbel gemacht, deswegen nur noch glatte 9 Kilo und ja, doppelte Fischfetzen, Ende aus Mickey Mouse, Clip kann man einstellen, 7 Meter, aber dann wären wir noch ein Stück weiter, also ich fange, gestern war ich auch hier, gestern Abend, ne, habe ich gestreamt und hatte ich 4, 5 Stück, aber nur so 7 bis 900 Gramm Aale, geht auch. Oder ging gestern auch, aber da freue ich mich jetzt lieber über diese beiden hier. Und quasi hier immer lang, ja, ein Stück in der Grütze oder halt am Rand der Grütze. Ja. Fertig ist die Geschichte. Wir hängen einfach gleich nochmal eine Nacht dran. Ich laufe jetzt mal rüber zur Donetz, gehe noch ein bisschen UL stippen, dann sehen wir uns am Abend wieder hier. Oder beziehungsweise, wenn ein Biss kommt, gucken wir mal, ob wir nächste Nacht noch einen Aal bekommen. Wir stehen einfach hier raus, Festung links. Ihr kennt den Spot. Ne, ganz einfach. Ne, über ein, zwei weitere Aale. Ihr seht gerade im Chat, ihr könnt es nicht sehen. Eben hat einer im Chat geschrieben 2,7 Aal. Der schreibt jetzt 1 Kilo Aal. Ne, hier ist auch wieder was los. 23 Spieler waren gerade eben mehr. Aber wenn der morgen anbricht, dann geht man irgendwo anders hin, so wie ich jetzt auch. In diesem Sinne dann, bis die nächste Nacht anbricht. So, wieder zurück von der Donetz, gerade ausgeworfen. 500 Gramm Aal. Und da haben wir auch was. Aber das dürfte kein Aal sein. Das sind meistens die Grundeln. Wie gesagt, ich war gerade an der Donetz. Wem der Spot noch interessiert, hatte ich ein Video drüber gemacht. Der ist immer noch aktiv auf jeden Fall. Schöne Ausbeute in gut 20 Minuten. Fast 400 Gramm Seelaube. Der Spot ist immer noch aktiv. Ende von diesem Video blende ich euch das Video nochmal ein. Eigentlich ist alles gleich geblieben. Bis auf in dem Video, was ich gemacht hatte, war nur mit Borke, ging gut. Jetzt nur mit Borke nicht mehr so, aber in Kombination mit der Eintagsfliege. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Ich kloppe die jetzt hier wieder raus und dann melde ich mich zurück, wenn hoffentlich Aale beißen. Und jetzt kommt hier wieder dieser mistdreckige Wind, ja, zum Kotzen, Alter. Jeden Abend kommt hier Wind auf, als wären wir hier an der Nordseeküste. Ja. Und dann bist du nur die Posen am Korrigieren. Ja, man könnte jetzt hier mit Grund angeln. Habe ich auch gemacht. Habe ich überhaupt keinen Zucker bekommen. Nichts, gar nichts. Mit Schwimmer kriege ich auf jeden Fall immer einen Aal und ja, Bisse. Kurioserweise Tiefe, weiß ich gar nicht, ob ich gesagt habe. 1,25 Meter Tiefe habe ich eingestellt. Können auch 1,30 Meter. 1,25 Meter.
Ja, und im VK hat auch einer, wie gesagt, der hatte zwei Aale im Kescher, einer Trophäe. So kann es gehen. Auch mit doppelten Fischfetzen. Also, wenn gleich was beißt, seht ihr mich auf jeden Fall wieder. Ist das ein. Halleluja. Aber immer da hinten, eben hatte ich einen verschlagen. Immer hier so an der Randkante. 179 Gramm. Ich glaube, kleiner habe ich noch nie einen Aal gefangen. Aber egal. Ne, 3 Nächte habe ich jetzt. 3 Nächte kein Schneider geblieben. Das war heute Morgen. Zweite Nacht. Ja, und jetzt die 2 Krüppel. Vielleicht geht ja noch was. Ne, unter 10 Grad. 3:30 morgens. Komm, da muss ja noch was gehen hier. Das Schöne am Aalbiss auf einer Pose ist ja, der macht ja nicht viele Faxen. Ne, da zieht ihm quasi gut weg. Da weiß man direkt, ja, weder Quappe oder Aal halt. Ne. So ist das. Die Grundel, die ziehen ihm einfach nur ein Stück runter und bleiben dann stehen irgendwie. Also jetzt liegen sie natürlich echt gut, muss man sagen. Tja. Okay, der Wind flacht ein bisschen ab wieder. Das ist gut. Dann bleiben die jetzt mal. Ja, hoffen wir mal, dass wir noch einen schönen eventuell da hinten jetzt bekommen. Würde mich natürlich freuen, aber die anderen fangen ja hier auch. Ne? Also, wer den Aal, ich sag mal, als Trophäe noch will, kann sich schon mal eine Nacht versuchen. Weil ich glaube, hier gehen ja auch die Karauschen-Trophäen oder gingen gestern Giebel- und Karauschen-Trophäen. Für über Tag und natürlich Amure. Tja, schon ist die Nacht wieder rum. Ist ein bisschen kurz die Nacht. Ne? Könnte ruhig ein bisschen länger gehen. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch einen. Dann blende ich mich natürlich wieder rein. So, ich denke, die Nacht ist rum. Ja, das wird jetzt eine Grundel sein. Und genau, die hängt meistens nicht an einem Einerhaken. Ja, war wie gesagt auch ein Test von mir, mal mit Doppelfischfetzen. Ich sag jetzt mal, wenn ihr klassisch mit einem Fischfetzen rangeht oder Tauwurm, könnte mehr bei rumkommen pro Nacht. Bei Tauwurm würde ich aber mit dem Vorfach nicht so dünn gehen. Dem Aal interessiert die Vorfachstärke sowieso nicht. Wenn ihr nämlich hier mit Köderfisch auf Aal angelt, da würde ich auch nicht unter, ich sag mal, 28 Kilo Vorfach gehen wegen den Hechten. Die aber ab 12 Uhr ruhiger werden, bis 5 Uhr zumindest hat man seine Ruhe in der Nacht vor Hechten. Ansonsten Aale habe ich gefangen, das ist besser wie kein Aal zu fangen. Und ich sag mal, einer hat auch geschrieben, auf Kaulbarsche haben sie ganz gut gebissen. Also wer die noch übrig hat, auch mal probieren. Ich werde jetzt auch heute noch die ein oder andere Nacht hier verbringen. Einmal nochmal mit dem Match auf Einfischfetzen und aber auch nochmal auf Grund probieren. Wie gesagt, ich würde mir das mit dem Taubum nicht antun, mit 9 Kilo Vorfach. Also wenn dann Amur beißt und ihr müsst um den See rennen. Davon bin ich ab. Da habe ich gar keinen Bock mehr auf sowas. Aber könnt ihr gerne mal probieren und auch gerne mal berichten, wie es bei euch gelaufen ist. Haben auch auf Doppelköder gebissen, aber ich denke mal, davon werde ich auch wieder abkommen und nur einen Fischfetzen dann machen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns vielleicht auch gerne im Stream. Und in diesem Sinne, haut's rein, Petri Dank, macht's gut und tschüss.